Heute für euch im Test der Curry 8 Flow. Yes, was geht ab, Leute? Ich bin sehr, sehr froh, euch den heutigen Sneaker-Test bringen zu können. Und ihr seht es, diese Babys hier, die Curry 8 Flow. Und wie die Colorway heißt, ich habe Taxi bestellt, also Taxi gelb quasi. Aber ich habe auch gelesen, dass die teilweise mit Butter oder Butterflow oder so benannt werden. Also ich weiß es nicht. Drop bitte in die Kommentare, wie die korrekte Bezeichnung dieser Colorway heißt. Für mich ist sie gelb, für mich ist sie nice. Und das führt uns zum ersten Punkt, dem Style. Ich bin sehr, sehr froh, dass nach dem enttäuschenden Curry 7, für mich zumindest, was die Performance angeht, und ihr wisst Bescheid, ich bin schon so lange mit Under Armour, ich habe auch lange ein bisschen für die Brand gearbeitet, hatte von den Curry 1 bis hin zu den Curry 8 jetzt auch jeden in der Hand und am Fuß, und ich habe mich schon sehr auf diese Dinger gefreut, weil der 7. für mich relativ enttäuschend war, muss ich euch ehrlich sagen, und bei dem 8. schon als ich ihn gesehen habe, hatte ich Hoffnung, und der Style gefällt mir, muss ich sagen. Man sieht direkt, wie leicht er ist. Ja, es ist eigentlich sowas wie ein Laufschuh, kann man sagen, und darauf komme ich gleich auch nochmal zurück, aber der Style, und ich finde es nice, ja, auch die anderen Colorways, deswegen bekommt der Style von mir 9 Punkte, die sind einfach nice. 9 Punkte, yes. Als nächstes gucken wir uns die Sohle an und da fällt direkt eine Sache auf. Und zwar ist es keine Sohle, wie wir sie normalerweise bis jetzt eigentlich immer, egal bei welcher Brand, bei Basketballschuhen vorfinden. Und zwar ist es keine Gummisohle, es ist kein Rubber, sondern es ist direkt der Foam, also quasi der Schaumstoff, ist die Sohle. Und ich bin wirklich gespannt, wie das im Langzeittest ist, beziehungsweise von euch auch mal zu hören, wie die Erfahrung draußen ist, weil da habe ich so meine Bedenken. Ich kann euch nur sagen, Indoor in einer sauberen Halle ist der Grip Bombe. Ja, ich war wirklich überrascht, und die Story hinter dem ganzen Schuh, beziehungsweise hinter der Sohle und auch der Dämpfung, ist, dass Laufschuhe eigentlich genutzt worden sind, um damit in die Halle zu gehen und irgendwelche Tests zu machen. Und die Jungs haben dann rausgefunden, richtig nice, man kann super in den Basketball spielen. Und ich kenne persönlich auch ein paar Leute, die eher in Laufschuhen Basketball spielen. Deswegen macht das Ganze Sinn. Basketballschuhe werden immer leichter. Jetzt auch mit der Dämpfung mal hier ein völlig neuer Schritt. Und dazu komme ich ja auch später, das funktioniert auch. Die Sohle ist sozusagen ja übergehend, ja, es ist kein harte Rubbersohle, dann Dämpfungssystem, dann wieder was anderes, sondern es ist einfach eins. Ja? Und ihr könnt auch schon sehen an der Form, ja, dass es hinten einmal hochgeht. Das heißt, wenn ihr reinlauft, die Ferse, diese Heel-to-Toe-Transition, ja, geht sehr, sehr gut. Der ist auch super weich, der Schuh. Ihr müsst ihn so gut wie nicht einlaufen. Das hängt auch viel mit dieser relativ flexiblen, wie eine Laufschuhsohle einfach zusammen. Und ich finde es fresh, was da passiert ist. Der Grip ist Bombe, deswegen die Sohle, innovativ und neu. Bei mir funktioniert es super bis jetzt, bekommt von mir 9 Punkte. Als nächstes kommen wir zur Dämpfung. Und ich habe es ja eben bei der Sohle schon angesprochen, dass das Cushioning, also die Dämpfung, sozusagen direkt der Schaumstoff an sich ist, der auch die Sohle bildet. Also ist Sohle und Dämpfung eigentlich eins. Das Ganze heißt Flow, hat natürlich wieder einen funky Namen, und ihr wisst wahrscheinlich von den Vorgängermodellen, und wenn ihr Currys Spiel kennt, dann mag er ein Setup, welches ein gutes Court-Feeling hat. Das heißt, er ist gerne nah am Boden. Natürlich als Guard braucht ihr ein gutes Court-Feeling, und das besteht auf jeden Fall. Das geht nicht unbedingt auf Kosten von Dämpfung. Es ist jetzt nicht so ein super bequemer Ride, sage ich mal, wie wenn ihr irgendwelche Zoom Air Units da drin habt. Ihr seid schon auf jeden Fall näher am Boden, vor allem im Vorfuß. Für mich ist es dennoch, obwohl ich es eigentlich eher bequemer mag, ein sehr, sehr angenehmes Setup. Ich bin gespannt, ob das so ein Einmal-Ding jetzt bleibt bei den Curry 8 oder ob Under Armour damit weiter experimentieren, weiter verfahren wird. Wie gesagt, das ist eher wie ein Laufschuh, fühlt sich so wie ein Laufschuh an. Für mich ein cooles Setup. Ich glaube generell für Guards und schnellere Spieler, ähnlich wie Curry auf jeden Fall, sehr, sehr angenehm. Deswegen Thumbs up auf jeden Fall für Under Armour, die sich getraut haben, da wieder mal einen neuen Weg zu gehen. Ich finde das Setup richtig nice, und deswegen bekommt es von mir als innovative Neuigkeit nicht ganz so super bequem, aber es tut mehr als seine Dienste. 8 Punkte für die Flow-Dämpfung. Kommen wir als nächstes zum Material, und ich habe es schon oft gesagt, ich werde es auch noch öfter sagen, Laufschuh. Ultra leicht, relativ dünnes Material,
nicht spektakulär. Ein bisschen Plastik hier an der Fersenkappe und sonst die Verstärkung hier mit so Kunstleder, einmal lateral außen, damit ihr nicht wegrutscht, nach links und rechts, wenn ihr irgendwie harte Cuts macht. Steph Curry, denkt mal, wie er spielt. Ja, links, rechts, nah am Boden, schnell um Blöcke rum, direkt hoch zum Wurf. Und dafür ist das Ding gemacht, ultra leicht, einfach ein Stoff, wie ein Socken eigentlich, ein zweiter. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Da ist die Frage, die ich mir stelle, auf jeden Fall nach der Langlebigkeit, wie das aussieht, wenn ich den mal ein paar Monate gespielt habe. Da kann ich noch nichts zu sagen. Aber ansonsten super leicht, tut seinen Dienst, bequem. Also ich habe da nichts auszusetzen. Von mir aus kann ein geiler Basketballschuh genauso basic sein, wie er ist. Ja, nicht spektakulär, aber muss für meine Verhältnisse, für mein Dafürhalten auch überhaupt nicht sein. Deswegen Material, basic und simpel, 8 Punkte. Okay, der nächste Punkt, wie immer, der Fit. Das heißt, wie fühlt sich das Ding am Fuß an? Sowohl das erste Mal, das zweite Mal drin, wie ist es? Und da muss ich sagen, ihr geht das erste Mal rein und da alles so schön weich und anschmiegsam ist, braucht ihr kein Eintragen. Ihr seid direkt ready, um loszulegen. So ging es mir zumindest. Und es hat sich gut angefühlt, wie ein zweiter Socken. Viel Stoff, wie gesagt, alles leicht und relativ flexibel, anschmiegsam, Bombe. Die einzige Sache ist, dass ich ihn zurückschicken musste, weil meine normale Nummer, also meine normale Größe, normalerweise habe ich 11,5 US, also 45,5, die war mir ein bisschen klein. Ja, also würde ich eher dazu tendieren, eine halbe Nummer größer zu gehen. Kann natürlich auch sein, dass das mein individuelles Empfinden ist, aber das ist mein Rat an euch. Deswegen, das ist natürlich immer ein bisschen umständlich und nervig, gebe ich für den Fit, der sonst sehr, sehr gut ist, aber wegen dieser halben Nummer, ein bisschen komisches Sizing, glaube ich, da gibt es dann leider nur 7 Punkte für euch an der Armor. Sorry, Steph. Okay, der letzte Punkt, wie immer, der Support. Ultra wichtig natürlich für uns Baller. Wie sind wir beschützt? Wie hält unser Fuß im Schuh? Und obwohl er so leicht ist, obwohl das Material wie ein zweiter Socken und stretchy ist, habe ich mich zu keiner Zeit irgendwie nicht gut supported gefühlt. Also das ist Bombe. Obwohl man in Laufschuhen natürlich immer Schiss hat und früher immer gesagt hat, oh, du spielst Basketball in Laufschuhen, pass auf jeden Fall auf, dass du nicht umknickst, hatte ich hier nie das Gefühl. Wenn ihr hier reinguckt, könnt ihr auch hier das fette Padding sehen. Also dieser Socken ist sozusagen nur hier oben so ultra loose und nur Stoff. Und sobald es hier reingeht, habt ihr ein schönes, dickes Padding, was auch wirklich bequem ist. Der Fuß hält gut. Auch bei harten Stops kommt ihr hier nicht weit links und rechts raus. Das heißt, kein Schwimmen, kein gar nichts. Ich habe einen relativ schmalen Fuß. Deswegen ja, ist es mir immer wichtig, dass der Vorfuß auch nicht zu breit ist. Und das ist hier nicht der Fall. Also ich habe mich sehr, sehr gut supported gefühlt, kann ich nur sagen. Da war ich ein bisschen skeptisch. Aber Support ist Bombe. Deswegen von mir 9 Punkte. Schmeißen wir also die Rechenmaschine an, zählen die einzelnen Kategorien zusammen. Was kommt dabei raus? Ihr Mathe-Füchse, yes, 50 Punkte, das heißt ein Average von 8,3. Ein stabiler Endwert, der auf jeden Fall auch wiedergibt, dass ich diesen Schuh einfach empfehlen kann und feier. Wem kann ich diesen Schuh empfehlen? Allen schnellen Guards, die auf der Suche nach einem leichten Schuh sind, der aber vieles mitbringt, Stabilität, ein ganz gutes Dämpfungssetup, was Neues. Einfach ein nicer Schuh. Also ich werde den oft tragen. Kommen wir natürlich noch zum Preisfaktor. Um die 135, 140 Euro. Da könnt ihr die auf jeden Fall für bekommen. Und ich würde sagen, es lohnt sich. Es gibt viele Colorways. Ich feiere den hier krass. Aber es gibt sogar einen goldenen. Es gibt einen weiß-silbernen. Also ich finde, die sehen auch crispy aus. Kommentiert einfach mal, was ihr vom Curry 8 Flow haltet. Was vielleicht eure Erfahrungen sind. Und dann sehen wir uns mit dem nächsten Schuhtest bald zurück. Let's get it.